Recht herzlich willkommen zur 100. Folge vom Kerbal Space Programm und wir sind wieder auf dem Weg in den Orbit und dieses Mal wollen wir irgendwie doch versuchen, die Rettungsaktion hinzukriegen, ne? Ich weiß zwar noch nicht wie, Idee war jetzt auszusteigen und dem Kollegen dann da guten Tag zu sagen. Mal schauen, ob das was wird, ne? Reinzoomen geht noch. Wie ist das denn so insgesamt jetzt gerade? Ach so, unser Raumschiff steht, wenn wir abspeichern, normal pendeln wir ja. Okay, Entfernung geht weg. 14,2 Meter, 14,3, das ist ein bisschen viel. Ich neige jetzt dazu zu sagen, komm, wir drehen uns noch ein bisschen weiter, ne? Um dann nochmal ranzukommen. Batterie ist natürlich so gut wie leer, 0,2 steht da. Das heißt, einmal steuern und geht nicht mehr, ne? So, ich hab's gemacht. Einmal gucken, dass wir ihn in die Mitte kriegen. Und dann müssten wir einmal dorthin beschleunigen, denke ich mal, ne? Ja. Ich drücke da mal noch in eine andere Richtung, habe ich gerade noch gedrückt und werde jetzt gerade einmal Schub geben. Damit wir näher rankommen, es hat ja keinen Sinn so, ne? 15,5. Ich denke, wir müssen ein bisschen mehr pendeln. Und da ist schon der Saft alle. Funktioniert also nicht mehr. Das heißt, diese Pendelbewegung ist jetzt unsere Pendelbewegung, die wir beibehalten in dieser Runde erstmal. Und wir können gleich nur, wenn er rumgedreht hat, in diese Richtung noch mal einmal kurz Gas geben, damit wir nicht ganz so schnell sind. Mit 0,3 Metern ist nicht viel. Wäre schöner, wenn wir eigentlich 0,0 hätten. Nur das wird wohl nicht klappen. Kann man irgendwo, ja, wir sind jetzt wieder im Schatten. Das Ding hat sich weitergedreht, ne? Das ist schlecht für uns eigentlich. Zehn Komma sieben Meter. Okay, kommt auf uns zu, das heißt, ja, wir müssen gleich irgendwann hier drehen. Es ist schon relativ schwierig, das zu steuern, ne? Wann ist seine Flugbahn wohin? Ich glaube, seine Flugbahn ist jetzt senkrecht nach unten, oder? Irgendwie können wir da gar nichts machen, ne? Wie kriege ich das hin? Ich glaube, wir müssten jetzt tja, 0,3. Hier ist 0,1. Das ist eigentlich relativ gut sogar. Jetzt ist er mir verschwunden. So, dein Einsatz. So sieht's drin aus. Toll. Wie komme ich jetzt wieder an der anderen Sicht? Jetzt dürfen wir nichts Falsches machen, ne? Tja. So, ich habe es geschafft.
Mit V war das. Aber den wollen wir jetzt hier haben. Board, Space, let's go. Ja, das mit dem Let's go ist gut, ne? Let's go. Ich glaube, ich muss R anmachen, ne? Ne. Oh oh. Dem wird gleich schlecht, weil er sich hier jetzt so dreht, ne? Schwierig, schwierig. Dunford ist da hinten. Ich bin hier oben. Doch R anmachen vielleicht. Stabilisiert sich jetzt gerade. Okay, dann fliegen wir dahin. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen mal eher nach da hinten, ne? Und das ist alles im Dunkeln, das ist immer ganz schlecht. Ich hoffe, wir streifen jetzt gerade nicht das Triebwerk. Sieht aber danach aus. Glück gehabt. Irgendwie werde ich zu ihm gar nicht gerade hinkommen, irgendwie. Kommt mir so vor. Irgendwie gefällt mir das gerade nicht so sehr. Wann geht denn meine Entfernung mal runter? Jetzt, oder? Okay. Komme ich an dem jetzt ran oder nicht? So, gleich bin ich bei ihm. Okay, wir kommen der Sache jetzt ziemlich nahe. Das ist ja schon mal was Positives. Fünf Meter. Ja, gut. 2 Meter. Eins Komma sechs Meter. So, da ist er jetzt.
Wir kommen immer näher ran, aber. So ganz bin ich mir nicht schlüssig, ob das uns hier was bringt. Dunford, hallo. Möchtest einen Keks? Autosaving läuft gerade. So, jetzt sind wir hinter ihm, denke ich. Sehen wir gleich, wenn wir uns nicht mehr sehen, dann sind wir hinter ihm. So sieht's aus. So, und jetzt? Gute Frage, ne? Ich glaube, jetzt habe ich ihn angestupst. Der dreht sich nämlich jetzt anders. Jetzt habe ich ihn aus der Bahn geworfen wahrscheinlich. Aber was kann ich mit dem machen? Set as Target geht jetzt auch nicht, oder was? Ich sehe jetzt auch gerade nicht, da oben leuchtet es grün, das heißt, da ist unser Schiff. Kann ich Dunford wieder als Target setzen? Kann ich, gut. 5,6 Meter bin ich jetzt weg von ihm. Es ist so dunkel, dass ich gar nichts sehe. Da ist der Sternenhimmel. Hier ist unser Raumschiff. Hier sind wir wohl. Tja. Das war ja der Bringer echt. Super, da ist was umgefallen. Total aufgeregt hier. So, komm näher ran. So, jetzt möchte ich eigentlich nur noch gerade das so haben, dass ich ihn vor mir habe und unser Dingens da. Bin ich jetzt vor ihm oder hinter ihm? Auch wieder so eine gute Frage, ne? Ich bin vor ihm, das ist ja schon mal positiv.
klein bisschen höher korrigieren. Stopp. Und jetzt vor. Ich glaube, jetzt habe ich ihn gerade erwischt. In Anführungsstrichen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich ihn so doll angestupst, dass der hier im All fliegt. Ich glaube, das war's. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr eingefangen. Nochmal näher ran. So, da sind jetzt 8 Meter gleich noch. Jetzt müssen wir schauen. Wo ist das Schifflein? Ich sehe es nicht. Das ist ganz schlecht. Wir werden noch nicht mal selber nach Hause kommen wahrscheinlich. Wo sind die grünen Punkte, die mir sagen, dass da mein Raumschiff ist? Shit. Sind wir schon zu zweit hier oben, ne, Duntwort? Ich erkenne es nicht. Schade, weil es hier so dunkel gerade ist, ne? Gucken wir mal da lang. Da ist auch nichts zu sehen. Ich glaube da rechts, oder? Könnte es das sein? Oder sind es nur auf dem Planeten? Irgendwelche Einheiten, kann auch sein. Ne, da lang waren wir. Ich sehe nichts Grünes blinken. Ach, müssen wir erst in der Sonne kommen, oder was? Ich kann ihn nicht sehen, ich kann es nicht sehen. So ein Pech aber auch.
Wo ist es? Wie lange dauert es, bis die Sonne aufgeht? Da ist es. Okay, Dunford. Und wo bist du, Dunford? Da bist du, Dunford. Das heißt, ich muss nach da. Die Sonne kommt gerade hoch. Gut ist. Bisschen höher. Gut ist. Irgendwann jetzt. So, jetzt muss ich gucken, dass ich mein Schiff sehe und Dunford vor mir habe. Das wird schon schwierig genug. Das muss ja hier unten sein. Da ist es. Das heißt, wir müssen jetzt weiter nach oben. Wo ist jetzt das Schiff? Da unten links. Das heißt, wir müssen ein klein bisschen weiter nach rechts. Damit das in einer Linie gleich ist. Ja, das war jetzt gerade verkehrt, denke ich mal. Wir müssen nach links. Oder? Nee. Meter ist das da unten weg. So, Dunford, jetzt gibt's einen gleich. So, jetzt werde ich versuchen, ihn irgendwie mit mir dahin zu kriegen, aber es gestaltet sich schon ziemlich schwierig. So, und jetzt sind wir los, oder wie? Nein.
Also das geht auch nicht. Sonnenfort fliegt da lang. Ich fliege hier lang. Ich weiß auch gerade nicht, warum die Ansicht sich nicht passend zu ihm dreht, wieder, dass ich ihn im Rücken habe. So, jetzt erstmal runter da. Wir fliegen erstmal wieder zu unserem Schiff dahin, das hat ja keinen Sinn. Außeneinsatz gescheitert, könnte man sagen, ne? So, super lange Folge. Osterfolge, weil wir Ostern haben. Egal wann ihr es guckt, wir haben Ostern, damit ihr das schon mal wisst. So, gucken, dass wir hochkommen. Irgendwo müssen wir da gleich einsteigen. Schauen wir mal, wo. Tacken nach links, glaube ich. Vor. Wir müssen noch weiter runter. So. Ich glaube, da ist auch die Tür, oder? Star Grab. Da sind doch die Griffe, ne? So. Sind wir dran, ne? Oh, nee, F. Und dann müssen wir gucken. F für Bord. Okay. Gut, fürs Erste war es das. Ich weiß nicht, wo Dunford rumfliegt. Keine Ahnung.
Den werden wir wohl nicht mehr wiedersehen. Ich glaube, da werde ich mit dieser Rakete definitiv nichts tun können. Der ist weg, in Anführungsstrichen. Dahin ist er 191 Meter, Tendenz steigend. Ich weiß nicht, ob es noch was wird. Für diese Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.